alles über einen Kamm. Der Rhodesian Ridgeback Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe eures beliebten Rhodesian Ridgeback Podcasts. Alles über einen Kamm. Hallo Christine. Trommelwirbel. Ja. Hallo Daniel. Gewinne, 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 Gewinne. Willkommen in unserer Autoscooter 2000. So, naja, gut, okay. Lassen wir das. Ein kleiner Gag am Anfang, ne, damit wir hier ein bisschen warm werden. Ich würde sagen, es wird langsam Herbst und es wird langsam kalt draußen. Das merke ich daran, dass der Hund abends nicht mehr so viel Lust hat auf seine abendliche Runde. Nimmt er dann immer kurz den Kopf hoch nach dem Motto so, oh, ja, muss das denn wirklich sein? Nicht mehr so, ja, komm, ist es besser für dich. Dann hast du eine ruhigere Nacht, wenn die Blase leer ist. Du vor allen Dingen. Ich auch. Ja. Ich auch. Aber er hält manchmal auch tapfer durch. Es ist ja unglaublich, wie lange die aufhalten können, wenn schlechtes Wetter ist. Ja. Ne? Das muss man sagen. Wie sieht es denn bei dir aus, Christine? Was macht denn das Leben? Bei mir sieht es gut aus, Daniel. Es sieht gut aus, das Leben, das macht, was will. Das macht, was es will. Ja. Aber ich liebe ja den Herbst, habe ich ja schon mehrfach verkündet. Man sieht es an meiner Aktivität auf Instagram jetzt wieder. Ja. Ich liebe den Herbst. Ja, das stimmt. Wir könnten ja irgendwann auch mal so eine Special-Folge machen. Da könnt ihr uns ja mal das Ganze in die Kommentare schreiben, ob wir mal eine Special-Folge, so einen kleinen Exkurs machen zum Thema Pilz. Ich gerne. Speziell Waldpilz. Welche Arten es da gibt, welche kann man essen, welche kann man nicht essen, woran erkennt man welchen Pilz. So, das würde mich mal interessieren, weil da habe ich nämlich gar keine Ahnung von. Ja, aber da müssten wir uns auch einen Experten dann einladen, weil ich da auch nur gefährliches Halbwissen habe. Es gibt so Pilze, die ich bestimmen und sammeln kann und essen kann, wo ich weiß, da passiert mir nichts. Es gibt aber auch Pilze, da lasse ich die Finger davon, weil ich so einen Experten noch nicht hatte, der mir das gezeigt hat. Beziehungsweise so. Mein Opa, der konnte das alles. Und ich habe das geliebt, früher auch mit meinem Opa in die Pilze zu gehen. Aber leider ist er schon relativ früh gestorben. Oh ja, und dann konnte er mir sein Wissen da nicht mehr in Gänze vermitteln. Ja, das kenne ich. Mein Großvater ist leider auch früh gestorben. War auch der Held meiner Kindheit. Das war ein Bilderbuch, Großvater. Ja, aber mein Opa auch. Ja. Schön auf jeden Fall gesagt, mit meinem Opa in die Pilze gegangen. Ja, so heißt das bei uns. In die Pilze. Ja. Die einzige Berührung, die ich zu Pilzen habe, ist Pizzafungi. Ja. Nee, du hast noch viel mehr Berührung mit Pilzen. Der menschliche Körper beherbergt viele wichtige auch. Ah ja, wichtig. Wichtig. Es geht nicht um die unschönen, es geht um viele wichtige, die in unserem Körper auch drin sind. Okay, Themenwechsel, danke. Boah, ich finde die so faszinierend, die Pilze. Ich weiß nicht, warum alle Leute die so eklig, oder nee, alle nicht, aber viele Leute finden Pilze sehr eklig, weil so schleimig irgendwann werden wahrscheinlich. Achso, ja, nee, die Pilze finde ich nicht eklig. Ich finde aber die Pilze eklig, so hier so Pilzkulturen und was im Körper so rumfleucht und so, das ist nicht so meins. Da möchte ich mich nicht so mit auseinandersetzen. Ja, kommt drauf müssen. An, da gibt es natürlich auch Pilze, die ich scheiße finde. Im wahrsten Sinne, ja. Okay, vorbei mit dem Pizza-Fungi-Podcast hier. Im Vorgespräch hast du mich so ein bisschen neugierig und heiß gemacht. Du hast so eine kleine Story mitgebracht hier von deinen Hündinnen. Ja, jetzt muss ich mal schnell umschalten. Und zwar, wann war das? Vorgestern, glaube ich. Die Sinna und die Anani, meine beiden Jüngsten, lagen auf dem Bett. Und ich habe den, die haben beide eine Stelle gehabt, wo ich den gerne Calendumet. Oh, darf ich solche Namen erwähnen hier? Das ist eine Salbe. Ich wollte den Ringelblumensalbe, Heilsalbe auf eine Stelle an der Pfote und eine Stelle am Bein drauf machen, weil das ein bisschen offen ist und nicht so richtig gut abheilt. Und jetzt lecken sie halt auch dran rum. Und dann wollte ich den die Salbe drauf machen.
Und weil ich weiß, dass die diese Salbe lieben, die ist auch ungefährlich, wenn sie die ablecken halt, weil es alles natürlich ist. Deshalb wusste ich eben, ich muss da ein bisschen stehen bleiben. Ne? Wenn ich die Salbe drauf mache, muss ich ein bisschen bei stehen bleiben, dass die Salbe da wenigstens mal 5 Minuten einwirken kann. Und dann ist egal, dann können sie auch mal lecken, ablecken. Ne? Ja, dann können sie von innen auch noch wirken, die Salbe vielleicht. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich das dann drauf gemacht, bin dann dabei stehen geblieben, hatte dann Handy irgendwie in der Hand und Kopfhörer noch in den Ohren und bin dann auf meine Playlist gegangen und habe mega geile Musik angemacht und habe angefangen zu tanzen, weil ich dann so ein geiles Lied gehört habe und stand also im Schlafzimmer vorm Bett und habe getanzt und meine beiden Mädels lagen da wie zwei Swings und haben mich mit großen Augen angeguckt und ich habe denen da was vorgetanzt halt, ne? Ich kam mir so beobachtet vor. Ja. Die haben mich so geil angeguckt, als ob ich auf der Bühne stehe und die im Publikum halt, ne? Und, ja. Und dann war mir das irgendwann ein bisschen blöd, weil ich gar nicht so vor Publikum eigentlich tanzen wollte. Ja. Und habe mich zur Seite gedreht, damit ich die nicht mehr so sehe. Ne? Ja. Und bin schön zu meiner Musik abgegangen. Und richtig, ey, das hat richtig Bock gemacht. Und irgendwann drehe ich mich beim Tanzen wieder zur Seite und sehe, wie zwei Köpfe ganz schnell nach oben schnellen. Die Augen ganz weit aufgerissen und beide gucken mich an. So von wegen, nö, wir haben gar nicht geleckt. Ach so, ja, ja. Ja, ja. Ja, alles ist gut, alles ist gut. Tanz weiter. Und der ich musste so lachen, ne? Weil ich es nicht geschnallt habe, weil ich drehe mich weg, weil ich in Ruhe tanzen will. Und die beiden, geil, die Alte guckt nicht, komm, schnell ablecken hier. Ja, die Alte ist beschäftigt, komm. Ja, genau. Der Moment wird nicht günstiger. Ja, da habe ich herzlich gelacht, weil die dann eben, ich drehe mich um und beide wieder zurück in die alte Position, als ob nichts gewesen ist. Ja, ja, so, ja. Nichts gemacht, mach mal weiter mit deinem Umfug da. Und dann habe ich so gelacht und dann haben sie mich nochmal angeguckt, weil ich habe ja nicht geschimpft oder so, ich musste ja so lachen und dann haben sie auch nochmal geguckt, so, was ist denn jetzt los? Frage ich mich, wem es unangenehmer war, dir oder den beiden Hunden? Ja, sicherlich den Hunden. Womöglich. Ich sage immer noch, plädiere, die haben ein Schamgefühl. Die haben ganz klar haben die ein Schamgefühl. Ist so. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Es ist einfach so. Parker, der geht auch zum, ey, wenn der sein Business macht, dann wirklich komplett ab, sodass ihn keiner, am besten keiner sehen kann. Irgendwo hinterm Busch oder so. Also wirklich sucht er sich sehr bewusst aus. Nicht mitten auf dem Gehweg oder da irgendwo in der Nähe. Nee, nee. Das muss schon ganz weit ab vom Schuss sein, wo ihn keiner sieht. Das ist echt strange. Aber das ist so. Ja, hervorragend. Du hast also deine Hunde ein bisschen entertained. Schön. Ja. Ich habe sie auch gedacht, wann kriegen wir so einen Scheiß schon mal live zu sehen, ohne viel zahlen zu müssen. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Aber Sie sind es ja gewohnt, Sie kennen dich ja schon Ihr Leben lang und dann kommen wir auch mal zum Thema. Denn ich habe heute ein Thema mitgebracht. Und zwar ist das ja nun so, dass wir seit der ersten Folge, ich immer sage, ja, Christina hat ja dann auch durchaus schon mehr Expertise. Ich meine, wer bin ich schon, ne? Also ich habe einen Rhodesian Ridgeback seit 8 Jahren und interessiere mich für diese Rasse und bin verliebt darin, aber ich glaube, das trifft auf ganz, ganz viele zu und vor allen Dingen auch auf ganz, ganz viele, die uns natürlich zuhören. Bei dir ist es aber ja ein bisschen anders, weil es gibt jetzt ja nicht unbedingt so viele Züchter, wie es Halter gibt. So, und du musstest ja alle, ja, sagen wir mal, den Spießrutenlauf absolvieren und alle Prüfungen machen, alle medizinischen Nachweise erbringen und was nicht alles noch dazugehört. Und das vielleicht mal so ein bisschen zu erklären, weil ich habe da ja auch keine Ahnung von. Ich bin ja nun auch nur mit 1, 2, 3 Züchtern vor 8 Jahren mal in Kontakt gewesen, als es eben um das Thema Rhodesian Ridgeback ging und habe durch dich natürlich ab und zu mal was mitbekommen, aber natürlich auch nie die richtigen Einblicke gekriegt, außer die paar Mal, die ich dann Parker als Babyhund, als Welpe besuchen durfte. Wie das eigentlich so ist. Also wie das so läuft, das heißt also, wenn man sich entscheidet und sagt, ich möchte jetzt züchten, was muss man dann machen, wie sucht man sich zum Beispiel den richtigen Rüden aus
Und ja, wie bereitet man sich vor auf so eine Expedition, auf so eine Erfahrung und auf so eine Reise? Wie ist das auf einmal, wenn die Hündin schwanger ist? Wie geht man mit der um? Und ja, wie ist das, wenn die Welpen da sind und so weiter? Und da wollen wir uns mal ein bisschen dran langhangeln. Genauso wie auch an den, was sich daran anfügt. Das heißt also, wenn die, was einem das bedeutet, wenn auf einmal die Welpen eben das Rudel verlassen und bei neuen Welpeneltern einziehen. Wie findet man überhaupt die Welpeneltern? Wie schenkt man denen das Vertrauen? Und dann, wie ist das? Dann versuchen wir so ein bisschen mal die Perspektive zu wechseln und gehen dann mal darauf ein, wie das denn so ist, wenn man auf einmal in seinem Auto sitzt, auf dem Heimweg und hat auf einmal diesen Welpen mit und lässt den dann das erste Mal bei sich zu Hause rein, lässt den also einziehen. Und wie sind so die ersten Wochen? Und da wollen wir euch mal mitnehmen auf diese Reise. Das wird jetzt so ein Mehrteiler werden. So haben wir uns das jetzt zumindest vorgestellt. Bitte verurteilt uns nicht, wenn wir das vielleicht nicht ganz so hinkriegen, weil wir gerade viele Themen ja irgendwie versuchen zu bespielen und euch näher zu bringen. Aber das wollen wir mal so probieren. Das war jetzt so unser Anliegen, weil so versuchen wir einfach mal so die ersten, vor der Geburt bis so zu den ersten Wochen mal so ein bisschen das Leben eines Ridgebacks mal so uns da mal so dran entlang zu hangeln und natürlich die Perspektive des Züchters nicht zu vergessen. So, das als kurze Einleitung dazu und dann fangen wir jetzt einfach mal ganz entspannt und ganz chillig, wie man ja so heute sagt, an und ja, ne, wie ich die Fragen, die ich eben schon so ein bisschen aufgetan habe, dann wäre so meine erste Frage ja an dich, wie kam es eigentlich dazu, dass du selber für dich gesagt hast, oh, ich möchte irgendwie mal diese Erfahrung mit dem Züchten machen? Ich glaube, das kam schon bei Brix. Der Brix ist ja als schon erwachsener Rüde zu mir gekommen und der vorige Besitzer hatte mit dem Brix und seiner Ridgeback-Hündin schon auch einen Wurf gehabt und hat davon erzählt und berichtet. Das war aber ohne Papiere und ohne gesundheitliche Untersuchungen und so weiter. Also aber da habe ich das erste Mal einfach diesen Gedanken in den Kopf bekommen. Da habe ich selber noch nicht gedacht, ich will mal züchten, aber da dachte ich mir, boah, der hat das geschafft. Entschuldigung. Ach, der hat das geschafft. Hier, guck mal, der Nachbar Horst hier, ne? Guck mal, was der gemacht hat hier. Der hat einen ganzen Wurf zu Hause. Der hat das hingekriegt. Der hat die alle durchgefüttert. Also, kann so schwer nicht sein. Ich mach das jetzt auch. Weil der Horst gemacht hat, das mach ich jetzt auch. Nee, tatsächlich, Daniel, als Kind, wie alt war ich? 6 Jahre. Meine Brieffreundin in Münster übrigens. Okay, so schließt sich der Kreis. Mit der ich früher immer im Urlaub auch zusammen war, weil ihre Eltern mit den Freunden meiner Eltern und so und wir wurden dann, das wurden alles Freunde dann und mit ganz liebe Grüße an Claudi. Hallo Claudi. Mit Claudi habe ich früher als Kind davon geträumt, wie wir auf einem Bauernhof leben und weil wir uns nicht auf eine Hunderasse einigen konnten, hatten wir mehrere Wohnwagen auf diesem Bauernhof stehen in unserer Fantasie. So damit wir mehrere Hunderassen züchten können. Ah ja, okay. Ja, wir wollten beide Hunde züchten, also als Kind. Okay, das crazy, war dann, ja. Irgendwann war das komplett wieder aus dem Kopf verschwunden. Und also hätte man mir, bevor ich Brix gehabt habe, hätte mir irgendjemand gesagt, ich würde mal mit Papieren Hunde züchten, ich hätte ihm den Vogel gezeigt. Mhm. Ja, dann kam Brix und ich habe mich mit der Rasse dann angefangen intensiv zu beschäftigen. Ich habe dann Literatur, also bei mir war erst der Hund da und dann kam das sich damit beschäftigen. Und ja, dann habe ich, weil er ja quasi in die Beziehung mit reinkam, ne? Also, ja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Fachliteratur darüber zu lesen. Ein, zwei Bücher waren vorhanden und ich habe dann aber angefangen, mir selber Literatur da noch zuzubestellen. Und dann so langsam entstand schon dieses Gefühl, eigentlich wäre das mal schön. Aber pff,
ich hatte da sehr großen Respekt auch noch vor und habe das auch erstmal sein lassen. Als aber dann ich mich dann getrennt hatte und Briggs eindeutig mit seinem Verhalten ja gezeigt hat, ich möchte zu der Christine und sonst habe ich hier keinen Bock mehr. Da habe ich dann, weil Briggs immer gewohnt war, mit einer Hündin noch zusammenzuleben und ich aber nicht wusste, wie ist das, wenn ich jetzt alleine bin mit dem Hund. Erstmal muss ich eine Wohnung noch finden und dann war ich mir nicht sicher, wie kriege ich das mit zwei Hunden hin. Daniel, du guckst da irgendwas. Nee, ich wollte nur einwerfen dann, weil wir ja natürlich jetzt schon so ein großes Portfolio haben an Folgen, dass die Geschichte, wie Briggs in dein Leben gekommen ist, auch in der Folge 26 neue Menschen im Leben eines Ridgebacks. Ich glaube, da hast du da auch mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich schon mal auch schon mal darüber gesprochen. Ja, Briggs ist ja für mich ganz prägend. Ja, und ich war dann mit Briggs in meiner neuen Wohnung und habe halt überlegt, ob ich alleine und Vollzeit berufstätig das hinbekomme, noch einen zweiten Hund überhaupt dazu zu nehmen. Da habe ich ein Jahr lang auch für gebraucht. Und habe dann aber gemerkt, dass ich andauernd bei den Ridgeback-Züchtern auf den Homepages gucke und dass da kein Weg dran vorbeiführt. Und auch, weil Briggs eben nicht alleine zu Hause bleiben konnte. Ich habe den überall mit hingenommen, weil nach einer halben Stunde hat er das Haus zusammengeheult und ich wusste, dass das nicht so ist, wenn da noch jemand bei ist. Und ich wollte auch einfach wieder eine dabei, weil in der Beziehung vorher, hatten wir auch immer zwei halt, ne? Okay. Einen Rüden und eine Hündin. Und dann habe ich eben nach einem Jahr mich entschieden für eine Hündin. Und da habe ich tatsächlich dann schon beim Kauf darauf geachtet, ich möchte eine korrekte Hündin. Es ist auch so ein bescheuertes Wort. Die Züchter wissen sofort, was gemeint ist und nehmen dieses Wort nicht mehr auseinander. Aber eigentlich ist das ein bescheuertes Wort. Korrekt bedeutet einfach nur, dass die Hündin dann keine zuchtausschließenden Fehler hat, die man in diesem Alter schon feststellen kann. Es kann später noch sein, dass dann zum Beispiel ein Zahn fehlt, wenn die bleibenden Zähne kommen, dass ein Zahn fehlt, der nicht fehlen darf. Oder es kann im späteren Verlauf noch was passieren. Aber man kann schon einiges ausschließen in diesem Welpenalter, wenn der Welpe bei einem einzieht. Und da habe ich eben mit dem Vorbehalt, dass ich eventuell mal züchten möchte, mir eine korrekte Hündin dann gekauft. Also ich habe die Hündin nicht nur nach diesem Kriterium ausgesucht, sondern auch einfach, weil Gaia und ich, glaube ich, ähnlich wie Parker und du, es war so ein Gefühl. Ja. Und die hatte von Anfang an Bock auf mich, die Gaia, das habe ich gemerkt. Und das hatte die dann nicht bei jedem, das habe ich halt auch beobachten können. Egal. Ja, und dann hat der Gedanke sich eben immer weiter gesetzt und vertieft und verfestigt und dann habe ich angefangen, dann bin ich in Vereinen eingetreten, dann habe ich angefangen, Fortbildungen zu machen über Hundezucht, über Anatomie, über Geburt, über ich weiß nicht was alles. Da habe ich echt viele Fortbildungen besucht, um da mehr zu lernen. Da habe ich viele Fachliteratur, die auch zum Teil gar nicht günstig ist, über Genetik und Hundezucht habe ich dann gelesen und habe mich ganz viel unterhalten mit meinem Züchter, mit anderen Züchtern und ja, dann habe ich mich entschlossen, dass ich die Vorbereitungen schon mal treffen werde, dass ich einfach die Möglichkeit habe, wenn ich dann will, dass ich dann züchten kann. Und Vorbereitungen, das sind halt eine ganze Menge. Da muss man relativ früh schon anfangen und auch einiges an Geld investieren und eben auch einige Untersuchungen und Ausstellungen. Und ja, am besten fange ich vorne an. Ich als erstes mache ich halt die
Röntgenuntersuchung, was heißt ab erstes, am liebsten mache ich die mit 1,5 Jahren. Also man kann die machen ab einem Jahr, aber ich mache die lieber mit 1,5 oder 2, wobei das eigentlich auch schon wieder spät ist. Andere Züchter würden sagen, mach das sofort, die Hüfte wird nicht besser. Oder eben auch, um zu wissen überhaupt, lohnt es sich weiterzumachen oder kann ich jetzt schon einpacken? Ne? Wenn da irgendein Befund ist, dann kann ich mir das den Rest dann ja sparen. Ja, aber es sind die Röntgenuntersuchungen, es sind Genuntersuchungen, die entweder per Speichel oder per Blut, mittlerweile hauptsächlich per Blut, dann gemacht werden müssen. Dann muss man auf Ausstellungen und muss das mit der Hündin oder dem Rüden auch üben. Und je nachdem, wie fit man ist, das selber zu üben, macht man das selber. Oder man besucht Kurse, die es dafür gibt, Ringtraining-Kurse, die auch Geld kosten. Also es kostet alles Geld, was ich jetzt aufgezählt habe, weil oft Leute fragen, boah, 2000 Euro für einen Ridgeback-Welpen, da verdienst du dich aber dumm und dämlich. Ja. Ja. Es ist nicht ganz so. Kommt drauf an, wie viele Würfe man macht, wie viele Hündinnen man hat und wie man auch, ja, was man auch investiert da in das Drumherum, ne? Ja. Krass, ja. Dann, ja, die Ringtrainings, die Untersuchungen, wie bereitet man sich noch vor? Ja, dann, ja. Muss man denn, also, wenn man sich jetzt entschieden hat, das zu machen und besucht dann, wie du ja gesagt hast, so eben als Autodidakt dann eben verschiedene Seminare und so, bieten das dann irgendwie diese Verbände, diese Zuchtverbände an und die Vereine? Oder genau, es gibt ja den einen Verband, den VDH, Verband Deutsches Hundewesen. Genau. Ist das so? Guck nochmal eben. Doch, so heißt das doch. Ja, ne? Boah, ich gucke jetzt nochmal nach, aber das heißt so, wir gehen hier auf ganz Nummer sicher. Jetzt habe ich gerade Brett vom Kopf, wie wenn man die PIN eingeben muss. Ja, doch, Verband für das haben wir vergessen, Verband für das deutsche Hundewesen, gut. VDH, das ist schon so, korrekt. So, das ist ja der Verband und genau. Dann gibt es noch die Vereine. Ja. Aber der Verband ist das Übergeordnete. Richtig, und der bietet, das meine ich, und der bietet dann eben so. Der bietet an, aber die Vereine auch. Nach Norm, das sind dann halt vernünftige Seminare. Genau, also Seminare. Von den Vereinen und vom VDH, okay. Die sind immer anerkannt. Es gibt auch noch private und es gibt auch noch Fortbildungen von irgendwelchen Firmen, Pharmazie oder Futtermittel oder Futter und so, ja, okay. Die gibt es auch. Ja, weil ich mir gerade nur die Frage stelle, wie ist das denn, wenn ich mich jetzt entscheide und sage, ich möchte züchten, dann muss ich mich dann schon an so einen Verein wenden? Also wenn man es mit Papieren macht, das ist ja wieder diese Unterscheidung, das hatten wir ja schon mal in der Folge. Dann musst du dich frühzeitig an einen Verein wenden. Ach so, ja, und du musst auch noch einen Kennelnamen dir dann natürlich international sichern lassen. Du musst dir den ausdenken, dann kannst du 3 unterschiedliche Kennelnamen kannst du dann einschicken. Das schickst du zu FCI. FCI ist ja über dem Verband dann, ne? Genau. Ist ja der Weltverband dann quasi. Und die prüfen dann, ob es die Namen schon gibt oder welchen davon du haben kannst oder nicht. Und wenn die das geprüft haben und davon ein Name auch noch frei ist, dann ist das dein Kennelname. Ohne diesen Kennelnamen kannst du nämlich auch nicht züchten. Du musst halt einen eingetragenen Kennel haben. Da muss man sich rechtzeitig auch drum kümmern, weil das auch manchmal 3 Monate, halbes Jahr, kommt drauf an, halt, wie viel so los ist überall, dauern kann. Das muss man alles im Vorfeld eben wissen und sich auch drum kümmern. Ja, kann ich den denn so nennen, wie ich will? Weil ich, also, ne, das ist jetzt wieder meine subjektive Erfahrung, wenn ich mir das angucke, sind das teilweise so abgefahrene Kennelnamen, die haben. Ich meine, Isangoma lese ich jetzt auch nicht auf der Litfaßsäule, wenn ich hier durch die Stadt laufe. Das sind halt oft afrikanische Namen. Ja, genau. Ne? Ja. Aber theoretisch könnte ich jetzt auch sagen, ich gründe jetzt einen Kennel und nenne den alles über einen Kamm? Ja. Okay. Gut, danke. Ist notiert schon mal als Idee. Ja. Ach so, übrigens, kurzer Einwand noch. Wer mehr über FCI, VDA, RRCD, Club Elsa, DZRR und so weiter erfahren möchte, da haben wir bereits in Folge 4, das war im Oktober letzten Jahres, ein Jahr. Mhm. Alles Gute, Christine. Ja. Das ist echt Oktober 2021, 40 Minuten. Und 40 Sekunden circa geht der Podcast. Das nur als kurzer Einwurf hier. Der heißt MFG mit freundlichen Grüßen.
wegen der Abkürzung MFG und FCI, VDH, ich weiß nicht, ob den Gag alle verstanden haben. Aber da erfahrt ihr mehr über diese Struktur. Da haben wir uns mal ja in den ersten Folgen mal so versucht, echt so ein bisschen durchzuhangeln, wie das so in diesem ganzen Rhodesien-Ridgeback Dschungel, wollte ich jetzt gerade sagen, aber wie das da so aussieht, wie das alles strukturiert ist und ja, wenn euch das interessiert, hört da gerne auch nochmal rein. Aber okay, dann verstehe ich das, dass das so dann funktioniert, okay? Dann muss auch noch der, dann kommt der Verein noch nach Hause und guckt sich an, wie du wohnst ob das alles groß genug ist. Da gibt es natürlich Statuten dann, wie groß der Raum sein muss, in dem die Welpen sich aufhalten. Es muss ein direkter Ausgang in den Garten sein von diesem Raum aus, wo die Welpen Tag und Nacht rein und raus können, damit die eben sauber Stuben rein oder damit die ihre Hinterlassenschaften draußen dann verrichten können. Der Garten muss eine bestimmte Größe haben. Der darf nicht kleiner sein als, ich glaube, 200 Quadratmeter waren das. Dann muss der Garten auch welpensicher sein. Es wird geguckt, ob du giftige Pflanzen da stehen hast, die für die Welpen gefährlich sein könnten oder ob da Stufen sind, die zu groß sind für Welpen, ob da es in den Keller tief runter geht. Also das muss man dann können dann Einwände kommen eben von den Zuchtwarten, die dann sagen, nee, also das musst du auf jeden Fall noch zumachen, das ist zu gefährlich. Schick mir dann ein Foto oder ich komme nochmal vorbei und guck nochmal, ob das alles in Ordnung ist. Mhm. Das ist dann die Kennelabnahme quasi. Die kommen dann nach Hause und gucken, ob du überhaupt ob du die notwendigen Kriterien erfüllst, um züchten zu können. Okay, wow. Dann, ja, habe ich jetzt an alles gedacht? Ich habe das jetzt so aus dem Kopf. Ja, vermutlich. Ich habe mit Sicherheit was vergessen, ne? Ja, glaube ich auch. Ja, aber es fällt dir dann auch nochmal ein. Die Zuchtuntersuchung wird dann noch gemacht. Ein Tierarzt untersucht den Hund auf Vollzahnigkeit, auf ob die Rute wirklich in Ordnung ist oder doch eine Knickrute da irgendwie noch zu ertasten ist. Keine Ahnung, der wird von oben bis unten halt nochmal untersucht. Kann ich dir jetzt auch gerade gar nicht mehr ganz genau sagen. Ja, das ist wie so ein Fitness-Check, wenn man einen Fußballspieler kauft, dann wird er auch erstmal komplett durchgecheckt, wird erstmal geguckt, ob das auch alles. Das wird dann bei der ZZP, bei der Zuchtzulassungsprüfung, die heißt aber auch in anderen Vereinen, glaube ich, anders. In der DZRR heißt das ZZP. Also bei der Zuchtzulassung wird dann das aber alles nochmal abgecheckt, alles. Wow. Ob ein Dermoidsinus da ist, das auch. Das testet der Tierarzt nochmal, das testet aber bei der Zuchtzulassung auch nochmal der Zuchtwart. Achso, die drei Ausstellungen müssen es sein. Also drei Ausstellungen mit mindestens sehr gut als Ergebnis. Als sehr gut ist dann in Form von Verhalten, Körperbau und so weiter. Da wird dann alles gecheckt. Weil er hat, das und hat Gang ja, auch, Gangart, genau, also wie er läuft und wie er sich bewegt und Wesen und wie der Kopf ist, wie die Brust ist, wie die Pfoten sind. Also, also die Misswahl quasi. Ja, genau. Genau. Und das ist ja auch von Richter zu Richter sehr unterschiedlich, wie da bewertet wird. Was auch das verstehe ich absolut. Aber gar nicht. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das gar nicht, weil es gibt doch dann diese, also das verstehe ich nicht, wenn man alles normt. Und es geht ja eigentlich darum, dass sie, also das verstehe ich halt bei diesen ganzen Züchterverbänden nicht, weil es geht ja darum, sie wollen die Vielfalt normen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Sie wollen ja quasi einen möglichst großen Genpool haben, dass die Tiere gesund sind, dass nichts Inzestuöses passiert, so gesehen. Aber auf der anderen Seite sollen sie aber auch alle gleich sein. Das ist eine große Schwierigkeit innerhalb der Zucht. Das sage ich jetzt als jemand, der keine Ahnung davon hat. Ja, aber genau das ist eben ein Problem in der Zucht bei Rassen. Erstmal geht jede Rasse geht ja durch dieses Nadelöhr. Am Anfang hast du nicht viele Tiere. Also die Rasse stammt meistens von ein paar wenigen Tieren ab. Ja. Das heißt, eigentlich ist es zwar schon lange, lange her, dass sie verwandt waren, aber eigentlich sind jetzt noch alle Ridgebacks verwandt, weil die stammen ja alle von ein paar Tieren aus Afrika ab halt, ne? Ja, genau. Und wenn jetzt eben der Genpool noch verkleinert wird durch Ausschluss, weil kein Ridge, weil kein dies oder weil zu viel jenes, das verkleinert definitiv den Genpool und irgendwann gibt es wieder Probleme. Auch je mehr
Gentests auch entwickelt werden, was ja gut ist. Also hier haben wir einfach einen Widerspruch. Das ist jetzt nicht, ich finde irgendwas scheiße oder ich finde irgendwas besser. Oder, genau. Wir haben hier einfach den Widerspruch, je mehr Hunde aus genetischen Gründen herausfallen, weil sie die blaue Farbe haben oder weil sie, was gibt's da noch alles, den... Du schließt die Hunde wegen allem aus und dadurch wird der Genpool wieder kleiner und du weißt halt nicht, was bringt das mit sich, dass du jetzt diese ganze Kategorie ausschließt. Vielleicht war das ja sinnvoll, dass man das mit irgendwas anderem dann verpaart und es ist eine Wundertüte, immer, und das wird es immer bleiben, egal wie viele Sachen wir ausschließen wollen, es wird immer eine Wundertüte bleiben und kein Züchter, kein Mensch der Welt kann dir vorher sagen, das wird ein gesunder Wurf. Hier haben wir alles ausgeschlossen, was ungesund sein könnte. Das existiert nicht, das gibt es nicht. Mhm. Du kannst Sachen, du kannst es minimieren, eben die Wahrscheinlichkeit, aber du weißt nie, was nachher wirklich rauskommt. Oder wie eben Hündin und Rüde da die Gene miteinander eben sich verstehen oder auch nicht verstehen. Ja, ne? Nee, klar. Dafür ist es halt auch Leben. Und wenn ich Jurassic Park da zitieren darf, das Leben findet einen Weg. Mhm. So, und jetzt aber nochmal, ich verstehe, dass jeder, dass unterschiedliche Richter unterschiedliche Hunde auf das Treppchen stellen, weil es auch bei den Misswahlen so ist. Unterschiedliche Juroren setzen unterschiedliche Frauen da auch auf den ersten Platz, weil es einfach eine Geschmackssache ist. Der eine Richter legt vielleicht Wert auf einen ausgeprägten Schädel, der andere Richter legt mehr Wert auf den geraden Rücken, der andere Richter legt Wert auf viel Vorbrust, keine Ahnung. Also da gibt es ja einfach Geschmäcker. Und es gibt keinen perfekten Hund. Gibt es nicht. Und wenn es so viele perfekte Hunde geben würde, dann würde ich das nachvollziehen können, was du gesagt hast, dass du nicht verstehst, warum die Richter alle gleich beurteilen, weil dann müsste der perfekte Hund immer oben stehen, aber diesen perfekten Hund, den gibt es nicht. Nee, den soll es ja auch nicht geben. Ne? Ich spreche mich ja, das ist ja immer, aber das hatten wir ja auch schon, das ist ja auch müßig. Man darf da nicht so mit so einer Doppelmoral rangehen. Ich habe auch ein Zuchttier an meiner Seite. Mir ist das auch durchaus bewusst. Ich mag diese Rasse eben für ihre Art und Weise. Trotzdem habe ich halt eben Probleme mit dieser, ja, mit diesem elitären Gehabe. Ohne jemanden persönlich jetzt da anzukreiden. Aber, ne, also so dieses... Ich danke dir, dass du das gesagt hast. Ja, also das finde ich für mich halt irgendwie ein bisschen schwierig, nur weil man jetzt einen Hund hält und nach irgendwelchen von vor, was weiß ich, anno dazu mal, irgendwelchen Schönheitsidealen, also ich meine, Richard Parker ist auch ein korrekter Rüde, aber das ist mir halt einfach mal unfassbar egal. Ich habe ihn halt gerne an meiner Seite, weil er einfach immer gepennt hat als Welpe und alles verschlafen und alle anderen auf ihm drauf lagen und mir das einfach sehr unfassbar sympathisch war. Aber das ist halt, wie gesagt, ich bin ja mal ganz vorsichtig, ich greife da ja auch niemanden an, weil in diesen Züchterverbänden, das sind halt auch Vereine, ich arbeite auch für einen Verein, also ich kenne das natürlich irgendwie auch, aber hier geht es halt um Lebewesen und ich verurteile es ja auch nicht. Ne? Ich sage halt nur so, ich finde das manchmal wirkt es für einen Außenstehenden einfach ein bisschen unnahbar und elitär. Ja, es ist halt einfach auch ein Stück weit Rassismus, ne? Also Rasse, Rassismus, das ja, ist ja alles Sinne, eng beieinander. Ja. So, ich habe bestimmt jetzt irgendwas vergessen, habe ich ja gerade schon gesagt, aber das sind auf jeden Fall so die wichtigsten Sachen, meine ich, die man leisten muss, erbringen muss, um die man sich kümmern muss, bevor man sich überhaupt zu der Zuchtzulassungsprüfung anmelden kann. Das muss man nämlich alles dann dem Verein, also dem Zuchtwart, zuschicken. Der muss das alles vorliegen haben, alle Untersuchungen, alle Ergebnisse. Und dann wird eben geguckt, zu welcher Zuchtzulassungsprüfung man kommen kann. Es finden mehrere statt im Jahr. Ja, da meldet man sich dann zu an. Dann fährt man zu der Zuchtzulassungsprüfung. Und darüber erzähle ich ein anderes Mal.
Ja, dann würde ich sagen, danke auf jeden Fall erstmal für die Einblicke bis hierhin. Das ist nämlich jetzt Teil 1. Das heißt, wir sind ja noch niemals angekommen, nee, so wir richtig. Wir sind jetzt hier mal gestartet. Also wir starten nicht neu unseren Podcast, sondern wir sind jetzt einfach mal mit so einem Mehrteiler gestartet, sodass wir jetzt mal einfach versuchen, so ein ganzheitliches Bild zu schauen. Ob uns das gelingt, sei mal dahingestellt. Wie ihr das findet, schreibt uns das doch bitte einfach. Oder schickt uns eine Sprachmemo über Instagram oder packt das unter den Post, schickt uns eine Privatnachricht. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und weist uns darauf hin, auf was man dann da vielleicht auch nochmal eingehen soll. Weil ich stelle mir, ich persönlich, ne, das ist jetzt so ein Ding, ich stelle mir das jetzt einfach so vor, dass wir da jetzt mal so, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Teile draus machen, die so ein bisschen aufeinander aufbauen und wie ich am Anfang schon sagte, einfach mal versuchen, so ein wie entsteht so ein Richback-Leben eigentlich, so aus der Sicht eines Züchters, aber wie geht man halt auch mit diesen kleinen zerbrechlichen Lebewesen, wenn es denn da ist, um und wenn es dann vom Züchter in die Hand eines in Anführungszeichen Fremden gegeben wird, so wie geht es denn da weiter? So, und was sind da so vielleicht unsere Erfahrungen mit kleinen Welpen zu Hause und unsere Erfahrung und welche Tipps haben wir denn da vielleicht so aus unserer Erfahrung und das wollen wir euch näher bringen. Ich hoffe, euch gefällt das. Das werden wir immer wieder mal machen. Das wird jetzt nicht die nächsten 10 Folgen so weitergehen, sondern darauf wollen wir dann so nach und nach mal wieder zurückkommen. Und wenn wie immer, wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das gerne machen. Einfach in unseren Link in unserer Folgenbeschreibung klicken. Dort findet ihr weitere Informationen unter unserem Linktree-Link. Und ansonsten sind wir bei YouTube vertreten, auch da gerne mal ein Abo dalassen, so Abos und Likes und abonnieren und weiterempfehlen, das hilft uns auf jeden Fall auch sehr. Und in dem Sinne sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und einen schönen Spaziergang. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Ciao.